Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rick Perlin und ihr schaut wieder Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Dienstag kommt endlich Lightning Returns Final Fantasy 13. Der Mittwoch ermöglicht ein Wiedersehen mit einem Titel, der Crytek berühmt gemacht hat. Denn es erscheint Far Cry Classic für PS3 und Xbox 360. Aber wer bisher noch kein Far Cry gespielt hat, wartet lieber bis Mittwoch, denn dort erscheint Far Cry Wild Expedition, welches alle nummerierten Teile plus Blood Dragon beinhaltet. Der Freitag sieht mit Inazuma 11 3 Team Ogre greift an, ein neues Spiel der Fußballrollenspielreihe für den 3DS. Für die PS Vita kommt ebenfalls am Freitag das Spiel Tokiden, in dem ihr Jagd auf Dämonen und Monster macht. Damit haben wir aber die Veröffentlichungstermine hinter uns und widmen uns den eigentlichen Gaming News der vergangenen Woche. Titanfall wird für die Xbox 360 verschoben, während die Xbox One Version weiterhin am 11. März erscheint, müssen sich die Xbox 360 Besitzer noch bis zum 25. März gedulden. Activision gönnt der Call of Duty Serie mehr Entwicklungszeit, denn ab sofort wird sich mit Sledgehammer Games ein dritter Entwickler um die Reihe kümmern und jeder Teil bekommt von nun an 3 Jahre für die Entwicklung. Sony verkauft sein PC-Geschäft an einen japanischen Konkurrenten. Hoffen wir, dass der Erfolg der PlayStation 4 und dieser Schritt den Unterhaltungsriesen stabilisiert. Der Entwickler des Überraschungserfolgs Killer Instinct für die Xbox One, namentlich Double Helix Studios, wurde von Amazon gekauft. Damit scheinen die Gerüchte um eine baldige Konsole von Amazon sich zu verdichten. Laut Game Informer wird der Appetitmacher Metal Gear Solid Ground Zeroes, welcher bekanntlich im März diesen Jahres für rund 40 Euro in den Handel kommt, nur eine Spielzeit von 2 Stunden bieten. Das ist doch recht gepfeffert bei dem Preis. Die Frage ist, wie hoch der Wiederspielwert der Nebenaufträgen sein wird. Vergangene Woche hat sich jemand gegenüber dem amerikanischen Amt für Markenschutz als Angehöriger Ubisofts ausgegeben und versucht, den Markenschutz für Ubisofts Open-World-Spiel Watch Dogs zu widerrufen. Doch keine Angst, der Publisher konnte dies abwenden. Damit kommen wir aber bereits zum Ende der News. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.